Das ist gut. Wie sieht es in Bolivien aus, ist dann die Frage. Da regiert auch seit 10 Jahren ein Sozialist und er sagte mir in dem ganz kurzen Gespräch, was wir nach der eigentlichen Aufführung hatten und nach der eigentlichen Pressekonferenz hatten, sagte er, ja, es ist erst Ruhe eingekehrt, nachdem er den amerikanischen Botschafter rausgeschmissen hat. Das hat Chavez auch alles versucht, hat es aber nicht geschafft und stattdessen fast Bürgerkriege riskiert in seinem Land. Bolivien ist nicht im Bürgerkrieg. Also scheint es da irgendwie doch anders zu gehen und vielleicht ist es ein Weg, den man noch mal genauer sich ansehen sollte. Und deshalb habe ich diesen Film co-produziert. Unsere eigentliche Produzentin und Regisseurin Lucila Gallino aus Argentinien konnte leider nicht kommen. Sie steckt auf irgendeinem Flughafen fest. Sie ist noch auf dem Weg. Sie wird irgendwann ankommen, aber wahrscheinlich nicht mehr heute. Und deshalb muss ich ihre Rolle ein bisschen übernehmen und heiße dafür ganz herzlich willkommen. So, Film ab. So. So, alles klar. Hallo. So, dann komm mal rein. Sorry, war jetzt noch ein bisschen später. Ja gut, Botschafter haben wir nicht mehr, aber wir haben noch ein Glas so, Wein zu trinken. Und VW ist da und die alte Bande, du weißt ja. Ja, ja. Das ist halt ein bisschen später. Habe ich jetzt verstanden. Ich habe deine Rede noch nicht mehr. Wir sind hier oben auf der... Ja, also, so, ja, gut, wichtig, ja, ihr kennt euch schon, auch wie, ihr kennt euch schon sehr lang. Das ist eine lange Zeit. Das ist Christoph Rehmann, ja, ein guter Freund aus dem Schwabenland, ne? Allerdings von der Familie und Partei. Was aber nicht schlimm ist, von der FDP, nicht von der AfD oder so. Ja, das bei dem Hintergrund ist es schlecht. Wir wollen die nicht stören. Hier können wir es machen, hier bin ich. Oder stört hier das? Ist doch super, wenn alle drauf sind. Ja, mit drauf? Ja, komm, mit drauf. Nee, klar. Also ich will jetzt nicht, wenn da Fotos gemacht werden, da will ich nee, aber nicht, wir können hier, können wir stehen. Ja, du passt vortrefflich zu denen. Das machen wir gleich nochmal. Ja, das ist gleich. Nee, es geht um ein kurzes Interview. Also hier sind wir ja nicht irgendwie... Nein. Ich hole gerne mein Filmteam, wenn du wollen. Ja, ja, das wäre auch gut. Können wir machen, nee, nee. Ja, das wäre gut, ja. Machen wir es. Nee, ich habe ja quasi genau. Nur hier. Ja, also. Bleib da. Okay. Okay. Sarah, wie hat dir der Film gefallen von Lucila Gallino mit Evo Morales? Also ich finde es ganz wichtig, dass wir uns viel, viel mehr mit den Problemen dieser Länder und mit dem, was dort auch versucht wird an Alternativen, dass wir uns damit beschäftigen. Und ich finde, da gibt es ja wirklich gute Aufschlüsse. Und wir haben jetzt ja den Film zwar in Deutschland gezeigt, aber die deutsche Bundeskanzlerin, die ja eigentlich keine Sozialistin ist, hat Herrn Morales eingeladen, hier herzukommen und auch wirtschaftliche Verhandlungen zu führen. Wie siehst du das? Ist das nicht ein Widerspruch, dass einerseits ein sehr kapitalistisches Land wie Deutschland mit einem doch sehr sozialistischen Land zusammenarbeitet? Ja, ja. Ja, also ich meine, natürlich, da gibt es auch einfach wirtschaftliche Interessen. Also, sag mal, die Wirtschaft ist schmerzfrei. Die, wo sie Geschäft machen kann, macht sie Geschäft. Und wenn es beiden Seiten nützt, ist ja dagegen auch nichts einzuwenden. Es ist nur leider so, dass Deutschland natürlich gerade im Außenhandel bestimmte Länder auch versucht, mit Freihandelsverträgen eben eher zu verarmen. Und da muss man aufpassen. Aber dass es generell Geschäftsbeziehungen gibt, dass man generell auch Warenaustausch macht, das ist ja absolut sinnvoll. Aber man muss natürlich trotzdem wissen, also Sympathien für nicht-neoliberale Konzepte hat sie natürlich nicht. Nein, das wollte ich sagen. Vielleicht hast du eine Botschaft auf den Lippen für Bolivien, dann kannst du sie jetzt sagen. Also natürlich direkt an ist Bolivien. Das
schwierig, weil ich ja selbst noch nicht im Land war. Ich kenne Venezuela ein bisschen. Ich muss sagen, ich wünsche mir, dass dort der Versuch einer Alternative weitergeht und dass es niemandem gelingt, das abzubrechen und kaputt zu machen, weil es ist so wichtig, dass Menschen Hoffnungen haben und dass es sowohl den Indigenen als auch den anderen, die in Armut leben, dass es ihnen irgendwann mal besser geht. Und das sehe ich zurzeit, dass das versucht wird, dass Evo Morales das versucht und das finde ich großartig. Ja, gut, dann gehen wir jetzt vor die Wand. Ja, wunderbar. Ja, Entschuldigung. Nein, wir gehen zum Auto. Ja, zum Auto meinte ich, ja. Nein, das ist... So, dann wurde ich jetzt mal gefahren. Ja, okay. Nein, nein. Nein, nein.